Şermin Langhoff leitet das Berliner Gorki-Theater und ist die erste türkischstämmige Intendantin in Deutschland, wo es nebenbei gesagt nicht so viele Intendantinnen gibt. Mit ihr spreche ich über ihr postmigrantisches Theater und über das schwierige Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland. Frau Langhoff, haben Sie Verständnis dafür, dass Deutschland den türkischen Präsidenten Erdogan während seines Besuches hier mit einem Staatsbankett hofiert? Ich glaube, es ist nicht der erste Autokrat, den wir mit allen Ehren empfangen, weil wirtschaftliche und andere politische Herausforderungen anscheinend diese Notwendigkeiten, zumindest was unsere Politik denkt, schaffen. Insofern finde ich es jetzt nicht so verwunderlich. Tatsächlich muss ich sagen, fand ich die Besuche unserer Kanzlerin vor den Wahlen in der Türkei doch durchaus noch schwieriger, weil sie eben konkret eingegriffen haben und unterstützt haben in einer Zeit, wo es darum ging, gewinnt die eine Hälfte oder die andere Hälfte dieser Bevölkerung die Wahl. Jetzt. Die Bundeskanzlerin haben Sie in einem offenen Brief aufgefordert, mehr Mut zu zeigen im Verhältnis zur Türkei. Was wünschen Sie sich ganz konkret? Das war ein Brief vor 2 Jahren. Er hat an Aktualität nicht verloren. Der Unterschied ist, dass Aslı Erdoğan nicht mehr im Gefängnis sitzt, aber nach wie vor von den 350 circa Journalisten, die auf der ganzen Welt verhaftet sind und in Gefängnissen sitzen, ist die Hälfte, mittlerweile 143 Journalisten, in der Türkei im Gefängnis. Also wünschen Sie sich mehr Einsatz der Kanzlerin für diese Schicksale? Ja, selbstverständlich. Ich glaube, dass wir sozusagen, natürlich gibt es ökonomische und soziale, durch die Flüchtenden bedingt auch eben gemeinsame Aufgaben, wie man so schön sagt, wo es Kooperationen bedarf. Aber man kann natürlich nicht um jeden Preis solche Kooperationen pflegen und nicht um jeden Preis diese Abmachungen, diese Geschäfte machen. Sie werden einen Preis haben und sie werden Konsequenzen haben, nicht nur auf eine Außen-, sondern auch auf eine Innenpolitik. Damit untergraben wir auch unsere Werte und Haltungen. Und die werden in der Türkei gerade mit Füßen getreten. Es sind Justiz, Medien und Beamte gleichgeschaltet. Journalisten, Wissenschaftler, Künstler müssen emigrieren. Wie stark blutet die türkische Gesellschaft gerade aus? Es ist erstmal so, in dieser türkischen Gesellschaft hat es nach der Republiksgründung ja sehr viele Militärputsche und wirklich Zäsuren gegeben, in der ganze Generationen von Intellektuellen, meist Linken, vernichtet oder aus dem Land getrieben worden sind. Auch Deutschland hat ja ein Exil Anfang der 80er bereits erlebt und Anfang der 70er mit vor allem Intellektuellen, die aus der Türkei kamen. Das ist eine nächste Zäsur, wo wieder eine Generation mundtot gemacht wird, wo aber die Dispositionen wirklich eben bis an die Existenz gehen, bis dahin gehen, dass diese Menschen ohne einen Rechtsstaat in Gefängnissen sitzen und von einem Autokraten verurteilt werden, bevor ein Gericht Recht sprechen kann. Sehen Sie in dieser Situation Ihr Theater in der Pflicht, Widerstand zu leisten? Also ich bin nicht von ungefähr in der Kunst gelandet und nicht in der Politik. Für mich eine ganz klare kritische Instanz ist, insbesondere in unserem Land nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht nur wegen Adorno, der uns sagte, dass wir nicht mehr Lieder singen und Gedichte schreiben können, wenn wir nicht kritisch sind dabei. Und diese Kritikkultur in Deutschland, diese klare Aufgabe der Kritik an Machtinstanzen, die nicht nur an Medien ihr Gewerbe geht, sondern auch an die Kunst, die fordert uns gerade zum Widerstand auf. Und als Sie in Nürnberg aufgewachsen sind, habe ich gelesen, mit 14 Jahren, da sind Sie auf AKW, Anti-AKW-Demos gegangen und an Ostermärschen haben Sie teilgenommen. Was war der Antrieb damals dafür? Ich war genau in dieser Exilgemeinde aufgewachsen von türkischen Intellektuellen, die wegen dem Militärputsch 81 in Nürnberg sich befanden. Und das war eine Selbstverständlichkeit, sich einzusetzen für Menschenrechte und nachher auch gegen die Atomkraft. In Wackersdorf war das, nicht direkt in Nürnberg, denn dort wurden die Anlagen aufgebaut.
ich bin politisiert worden, genau sozusagen aufgrund der Unrechtserfahrungen meiner Familie in der Türkei. Und diese Politisierung hat angehalten. Nachher haben auch meine Lehrer, vor allem die Referendare in den 80ern an den bayerischen Gymnasien, waren doch sehr progressiv dazu beigetragen, dass ich eben nicht nur die Shoah, den Holocaust, sondern auch nachher den Genozid an den Armeniern und anderes studieren und mich politisieren konnte. Das ist auch ein Beispiel dafür, dass Sie das Stück, die Performance Diktator, das in der Türkei mit Auftrittsverbot belegt worden ist, ans Gorki-Theater geholt haben. Genau, das ist ein Kollege, der durchaus auch eben Beziehungen zu Deutschland hat. Bei uns ist ja auch Can Dündar, einer unserer Kolumnisten. Wir haben Theaterkolumnisten. Der frühere Chefredakteur von... Genau, so ist das, der frühere Chefredakteur der Cumhuriyet. Insofern, es gibt ein neues Exil, wenn man so will, von Künstlern, Künstlerinnen, Journalisten, Karikaturisten und anderen aus der Türkei. Und dass die dieses Haus aufsuchen, ist vielleicht nicht von ungefähr, weil es sicher eine der Beziehungen ist, die an diesem Haus nicht nur in der kritischen Praxis übrigens stattfinden. Sie sehen aber nicht nur die türkische Gesellschaft in großer Gefahr, in Gefahr sehen Sie auch die deutsche. Sie sorgen sich um das Grundgesetz, besser gesagt um die Werte. Wer bedroht Sie denn nach Ihrer Einschätzung? Naja, erstmal ist es so, dass das Grundgesetz ja Sprache ist und Dichtung ist, poetisch und visionär, weil damals tatsächlich die dieses Grundgesetz geschaffen haben, sehr genau wussten, woher sie kommen, Theodor Heuss und seine Mitstreiterinnen, aber eben nicht genau wussten, wohin es geht. Und es hat einen sehr klaren antifaschistischen Impetus. Es ist geschrieben worden, um dem Frieden der Welt und Europas zu dienen in Zukunft. Es ist wahnsinnig poetisch, es ist eine einfache Sprache. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Politisch Verfolgte genießen Asyl, eine Zensur findet nicht statt. Also einfache, visionäre Sprache und Sätze, die natürlich gefüllt werden müssen, die im Prozess von einer Zivilgesellschaft auch genommen werden müssen, erkämpft werden das müssen. Das kleiden Sie auch alles, diese Anliegen, in Ihr postmigrantisches Theater. Können Sie mit einem Satz beschreiben, was Sie damit meinen? Postmigrantisch meint die Gesellschaft, sie ist geworden durch Migration, durch Einwanderung. Und in der Diversität ist sie aufgestellt. Wir haben heute Menschen verschiedener Herkunft, verschiedenen Glaubens, verschiedener Anschauungen, verschiedener Arten zu lieben. Und das ist tatsächlich in Gefahr. Es gibt sozusagen Kräfte in diesem Land, die auf Monokultur, die auf eine Heimat und den Schutz jener abheben. Und das sind nicht nur die rechtsradikalen Kräfte, das rutscht gerade auch in eine Mitte. Für dieses Projekt der Vielfalt, sage ich jetzt einfach mal, haben Sie auch die Türen geöffnet für Schauspieler aus Syrien, aus Afghanistan, von anderswo, wo Sie verfolgt werden. Entsteht hier gerade eine neue Exilkunst? Eine Exilkunst entsteht sicher in Deutschland, nicht nur an unserem Haus, weil eben viele Menschen gekommen sind und manche sind auch Künstler und Künstlerinnen. Es gibt ein ganzes philharmonisches Orchester, das sich gegründet hat in Bremen aus exilierten Syrerinnen und Syrern. Und wir haben das Glück, durch die Förderung des Landes jetzt ein Exilensemble, das wir mit Unterstützung der Kulturstiftung überhaupt agieren konnten, weiterführen zu können, wo wir erstmal 7 jungen, begabten Schauspielerinnen in den vergangenen Jahren die Möglichkeit gegeben haben, ihren Beruf weiter auszuüben. Woanders sein, das kennen Sie auch ganz persönlich. Sie sind bis zum 9. Lebensjahr bei den Großeltern in einem kleinen türkischen Dorf am Meer aufgewachsen. Welche Bilder haben Sie noch im Kopf? Ach, genau die Sie wahrscheinlich gerade beim Beschreiben ich war haben, noch nicht von da. Olivenhainen und von einer Insel, die man von unserem Ort sah, nämlich Lesbos. Das ist vis-à-vis von Lesbos, wo ich aufgewachsen bin. Eine Insel, die man eben spätestens seit 2015 nicht mehr nur mit den Dichterinnen verbindet, sondern mit den angeschwemmten Leichen von Flüchtenden. Das ist am Ida-Gebirge, ein Gebirge, auf dem die Götter gethront haben sollen und den Trojanischen Krieg beobachtet und ein sehr auratisches Stück Landschaft. Haben Sie manchmal Sehnsucht danach? Ach,
die Sehnsucht gibt es immer nach dem Meer und nach Menschen und das erfüllt sich durchaus auch dann an anderen Orten. Es gibt sehr viele schöne Orte auf der Welt und in Europa. Ich habe viele Heimaten, weil ich viele Freunde auf der ganzen Welt habe. Aber natürlich ist sozusagen der Ort, wo man eine lange Zeit verbracht hat, wo man besondere Dinge erlebt hat, das trägt man in sich und mit sich und es ist wirklich, ich sag mal, eine dem Menschen wohltuende Gegend aufgrund auch von Klima, von Vegetation und dergleichen. Schwärmen Sie nicht weiter, sonst wollen wir alle hin. Frau Langhoff, herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben noch drei Sätze für Sie, Satzanfänge genauer gesagt, mit der Bitte, Sie zu ergänzen. Mein größtes künstlerisches Ziel ist? Das nächste ist das Grundgesetz mit 50 Menschen vor dem Brandenburger Tor, ein Libretto von Martha Gornitzka und gesehen von Millionen. Das nächste ist immer das Größte. So ist es im Theater. Der Türkei wünsche ich? Demokratie, Frieden und die Möglichkeit, tatsächlich eine Basis zu legen für die nächsten Jahrzehnte, wenn nicht für länger. Denn dieses Land ist seit Jahrzehnten auch schon bevor die AKP an der Regierung war, eines gewesen, das eine instabile Demokratie, um es freundlich zu sagen, hatte. Insofern das, was ich der ganzen Menschheit wünsche, Bedingungen für Freiheit und für Solidarität und für Gerechtigkeit. Und von Deutschland erwarte ich dafür? Von Deutschland erwarte ich dafür, dass wir aufhören mit neuen Polizeiaufgabengesetzen und Heimatschutzministerien vorauseilend den Rechtsextremen und den Rechtspopulisten zu folgen, sondern uns dem Grundgesetz, uns das Grundgesetz des Grundgesetzes zu erinnern und vor allem der Präambel und im Sinne eines Friedens für die Welt und Europa weiter zu handeln. Shermin Langhoff, besten Dank für das Vielen Dank Ihnen.